Ich verstehe die Leute nicht, die ein ruhiges Zimmer wollen. Ich will ja nicht sterben. Ich will ja nur schlafen. Ich mag menschliche Geräusche. Lieber Presslufthämmer als totale Stille. Ich kann auch zu Hause stundenlang auf Kurzwelle irgendeine Fremdsprache hören, so als Background. Das ist mit auch ein Grund dafür, dass ich viel in der Eisenbahn geschrieben habe, weil ich Geräusche brauche. Ich muss einen Rhythmus hören. Weißt du schon, was du heute unternehmen wirst? Ja, ich bin jetzt mal hier. Ich muss nein, gar nichts unternehmen. Ich kann mich da draußen auf eine Bank setzen und eine Zigarette rauchen und zuschauen. Parisien. Wenn ich ins Ausland gehe, sagt meine Mutter, pass auf, dass dir nichts gestohlen wird. Gib deinen Koffer nicht aus der Hand. Schweizer tragen im Ausland ihr Geld in Beuteln unter dem Hemd oder eingenäht in die Unterwäsche. Wenn ich dort sage, ich bin Schweizer, erwarte ich etwas. Einen Ausruf des Erstaunens, Überraschung, Hochachtung oder wenigstens Freundlichkeit. Wenn meine Mutter sagte, was machst du wieder für Geschichten, was sind das für Geschichten, mach keine Geschichten, dann war das einerseits ein Zeichen ihres Entsetzens, so was tut man nicht. Andererseits aber schon die Ankündigung, dass meine Geschichten letztlich verzeihlich waren. Für groben Unfug hatte sie andere Formulierungen und mit Geschichten meinte sie nicht etwas Literarisches, bestimmt nicht. Sie meinte damit etwas, was entstand, ohne meine volle Verantwortung, eben ein Geschehnis, eine Geschichte. Erzählen hat was Tröstliches, erzählen ist notwendig zum Überleben. Deshalb erzählt man wohl auch kleinen Kindern Geschichten, auch deshalb. Ich bin auch überzeugt, dass ich Leute in Notsituationen, die irgendwo in einer Gletscherspalte hängen oder in einem fürchterlichen Gefängnis sitzen, sich mit Geschichten über Wasser halten. Mit Geschichten, die sie in sich selbst erzählen, die sie nicht anderen erzählen. Wenn einer Partnerschaft, wenn einem Ehepaar die Geschichten ausgehen, ist das das Ende der Partnerschaft. Ich hatte da immer Glück. Meine Frau wusste, dass ich noch nie in Mexiko war. Und wenn ich irgendwo
in einer Gesellschaft meine Abenteuer in Mexiko erzählte, hat sie mich keineswegs unterbrochen und gesagt, du warst noch nie da. Und das Gegenteil von Erzählen ist Reden. Ich finde das so fürchterlich, der Vorschlag, wenn eine Ehe zum Beispiel in Krise ist, ihr müsst halt reden miteinander. Wenn es so weit kommt, dass man miteinander reden muss, ist der Krug schon zerbrochen. Du hast mir einmal gesagt, das Gute an der Ehe sei, dass man dann bereits verheiratet sei. Wenn man schon verheiratet ist, passiert einem der Blödsinn nicht, zu heiraten. Was man alles zusammen heiraten würde, wenn man nicht verheiratet wäre. Ich habe mich immer als Junggeselle verstanden und Therese hat mir das zugestanden. Die Ehe ist also eine sehr sinnvolle Institution. Ich bin nicht so sicher. Sie kann in Sachen Liebe eine Katastrophe sein. Weil Liebe ist etwas total Asoziales. Wenn eine Runde von Leuten zusammensitzt, irgendwo rund um einen großen Tisch und ein bisschen erzählt und ein bisschen aufschneidet und ein bisschen diskutiert und da sitzen zwei Verliebte am Tisch, dann kann man die Runde schließen und nach Hause gehen. Die machen alles kaputt. Die verhalten sich asozial zum Kotzen. Liebe ist was Asoziales. Und das ist das Schöne an der Liebe, dass sie asozial ist. Ich hasse sonst alles Asoziale, aber die Liebe hat asozial zu sein, sie ist es. Und Ehe ist ein Versuch der Gesellschaft, die Liebe zu sozialisieren, nämlich zu entlieben. Treue ist eine ganz schöne Sache. Hat aber mit Liebe nichts zu tun. Schön wäre es, wenn ich meiner Partnerin gar nicht treu sein müsste, weil ich sie liebe. Wie war die Zeit nach Thereses Tod für dich? Sie war lange krank. Wir hatten lange Zeit, uns zu verabschieden. Und wir haben auch das gemacht, ohne miteinander darüber zu sprechen. Wir haben uns nie über Tod oder so etwas unterhalten. Wir haben erzählt und gescherzt und gesagt, weißt du noch, und so weiter. Und uns gegenseitig bestätigt, dass wir es gut hatten. Ja, ich denke sehr viel an sie. Eigenartigerweise vermisse ich sie zu Hause nicht. Sobald ich das Haus verlasse, sobald ich den Schlüssel drehe, vermisse ich sie. Auch hier fällt mir ein, ich sollte doch noch jemanden anrufen. Wer denn
Ach ja, die Therese, die gibt es nicht mehr.